Hallo und herzlich willkommen auf den Landwirtschaftssimulator 15 Community Server. Und der Server liest uns heute vor, wer denn alles dabei ist. Also, heute ist dabei der Guden, der Flori, der Battle 4-3, der Peter, der Rudi, der Lukas LP, der Michi, der Sebastian, der Stefan und ich. Ja. Moin. Weißt du, was mir gerade so auffällt? Weißt du, wer bis jetzt jede Folge dabei war? Du Guden. Ich. Geil. Und auch hallo an meine Zuschauer. Jo, heute haben wir Verstärkung, wird gleich aus zwei Sichten aufgenommen. Ja. Wie heißt dein YouTube-Kanal? Auch LP Brudi. Okay. Also wenn ihr gerade, ich glaube, T8 säen machst du gerade, ne? Ja. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann müsst ihr da mal umschalten. Ja, genau. Ich glaube, ich überlege gerade, ob ich heute Abend Livestream mache. Also an dem Tag, an dem wir aufnehmen. Oh, Alter, ich liebe Kaisilos. Hä? Wie denn, wenn ich das Video heute noch nicht mal hochlade? Ja, das stimmt natürlich. Guten Gell, ja, ich habe die Holzhaus ein bisschen umgebaut. In welcher Hinsicht? Ja, das würde mich auch andere interessieren. Andere Silos und ein paar Bäume weggemacht. Was störte dich denn an den Silos? Allen. Ich habe Kaisilos eingebaut. Oh, okay. Cool. Nein, bist du nicht, Flori. Nein, bist du nicht. Du bist noch da. Ja. Nein. Dann sagst du, du würdest jetzt keine Antwort bekommen. Oh, Beda. Warum heißt du eigentlich Beda 2 und nicht Beda? Keine Ahnung. Ich meine, Arctic heißt ja auch nicht Arctic Soldier, weil Soldier ist ja ein verbotenes Wort. Der heißt ja Arctic Sorbet, aber. Boah. Arctic Sorbet. Arctic Sorbet. Oder Jagdpaniermehl, so wie auf Steam. Jagdpaniermehl? Na, Panier eigentlich, aber ich verarsche ihn immer damit, dass das nur Paniermehl heißt. Ah, okay. Nee, ich habe eigentlich nie einen Namen eingegeben. Wahrscheinlich, weil mein User so heißt. Also die Keilsilos lassen sich gut verdichten. Das ist gut. Am Hof meinst du die? Die muss man aber wirklich sehr gründlich testen, zumindest die im 13er. Ich kenne keins für den 13er, was wirklich problemlos funktioniert hat. Also bei mir läuft gerade alles, ich habe auch nichts in der Lodge drin stehen. Weil dann hast du so Probleme, wie wenn das ganz voll ist, oder ich sag mal, wenn du 80% schon drin hast, dann ist der Trigger zum Abladen in Silo auf einmal nicht mehr oben drauf, sondern an der Seite oder davor. Oder irgendwo im Haufen und du kommst dann nicht mehr dran. Oder du musst kannst nicht richtig verdichten, nicht auf dem Berg, sondern quasi vor dem Berg ist da eine Fläche, wo du verdichten kannst, wo einfach nur Beton ist. Ach, im 13er auf der Two Rivers? Also, ja, da war das ja auch so. Ich hab 100% und für dich gerade Silo. Flori, jetzt bist du uns rausgeflogen. Guten? Ja? Könntest du jetzt Futtermisch wagen und Kühe kaufen, weil dann kümmere ich mich um die. Aber wir haben 9000 Euro. Ja, wir können ja dann mal später irgendwie was verkaufen gehen. Also, ja, wenn wir ein Angebot machen für Weizen haben, hat sich das wieso, denke ich. Ah, ja, oder für Raps. Für Raps, da brauchen wir gar nichts mehr. Bin unterwegs. Weiß irgendwer, wie man bei Alice 15 den Format einstellen kann, ohne dass man... Du bist ja fies. Wieso konnte der zweimal den Server verlassen? Hä? Hier, Guten, du hättest es vorhin sehen müssen, da stand nur da, Flori, betritt, verlässt. Ja. Bam, ich hätte da wirklich gängig. Tschüss, Guten. Tschüss. Warum ist jetzt auch rausgeflogen? Dachte ich auch. Guten, seit wann nehmen wir eigentlich auf? Seit wie viel Uhr? Seit 5 Minuten. Seit 5 Minuten, okay. Dann habe ich ja noch. Ich bräuchte mal einen leistungsstarken Traktor. Ich habe einen mini kleinen Unfall gebaut. Wo? Irgendwo bei Feld 30 am Anfang. Bin im Kragen reingerutscht. Ja, ich sehe dich. Wo endlich wieder in-game? Mit dem T8. Der Guten hat uns nur verarscht. Mach. Ja, ja, ich weiß, ich bin so fies. Nein, du bist schneller, glaube ich. Am coolsten war, das hat Dennis irgendwann vor einem Jahr auf dem Community-Server mal gemacht. Der hat nicht geschrieben, hier verlässt das Spiel, sondern so Minecraft-mäßig, left the game. Und alle haben es geglaubt. Wie
Ich hab mal Pete's Meat Part geguckt, da hatte Hardy, hatte wirklich viele Sachen, bin doch alleine. Rauskommen. Und da hat er erzählt, er wäre in Lava gesprungen, hat so richtig rumgeschrauen und so. Und dann auch in den Chat geschrieben, went up in flames. Ja. Und alle haben es ihm geglaubt, bis der Erste ihn gesehen hat. Sauber. Aha. Ich oh, jetzt hatte ich gerade ein paar. Ich habe mal in der Standalone, habe ich mal einen ewig lang verarscht. Ich bin in die ganze Zeit hinterhergelaufen. Weißt du, hab seinen Namen dauernd geflüstert. Das war halt so ein Paranoider, weißt du. Der dreht sich dann mit der AKM in den Trollmagazin einmal rum, haut alles weg. Naja. Solche Leute. Nein, wir verarschen niemanden gerne. Flori, bist du jetzt noch drin oder bist du draußen? Das ist jetzt die Frage. Bei Flori kommt nämlich das doch schon mal vor, dass da auf einmal steht, verlässt den Server. Und dann steht auf einmal, wir picken Server und jeder denkt, ja, jetzt wieder eine Viertelstunde warten. Ja. Hey. Guten, wann nimmst du dich nochmal Bausimulator mit Lok auf? Heute kommt eine Folge, wenn du dieses, wenn du, also für die Zuschauer gestern, ich mache jetzt Spin Tires und Bausimulator immer im Wechsel. Ach so. Ah, okay. So, ja, weil, da gibt's ja, in der Stadt ein Stahlwerk. Nick, auf Feld 28, 29. Boah, ich habe alle 100 Goldmünzen gefunden. Auf Holzhausen. Cool. Hoppala. Kannst du mir ja nachher mal sagen, wo die überall sind. Wieso? Ist leicht zum Finden. Ja? Wenn du 10 Stück hast, zeigst du die alle auf der Map an. Ja, wer hupet denn hier mal? Das machen wir aktuell in Holzhausen, dass wir mal uns die Lager füllen lassen davon. Ah, da liegt ja eine. Und was passiert, wenn man alle 100 hat? Da muss man zum Wunschbrunnen gehen. Wo ist der? Kommt auf die Map an. Und dann schmeißt man da alles rein und dann kannst du, kriegst du die Lager voll. Jeweils 200.000 Liter, glaube ich. Habt ihr das schon gemacht? Geht ja. Oh, wie geil. Auch Silos? Was für Silos? Auf 28, 29 Dreschen? Ja, halt Getreide-Silos. Ah, da liegt die. Nicht die, Silos? Die ja voll versteckt. Also, nee. Silage nicht, ne? Oh, schade, wäre schön gewesen. Na, wäre so übertrieben. Oh. Wow. Alter, die ganzen Goldmünzen sind so versteckt. Das ist nicht schön. Wo habt ihr das gerade? Alter, Peter, ich heb dich jetzt hinten hoch, ich sag's dir. Oh, hör auf. Das geilste beim Dreschen in S15 ist eigentlich die Schneidewerksanimation. Auch wenn die noch nicht ganz so perfekt ist wie bei einigen Peter, anderen. Peter, du selbst nicht mehr. Peter, ich nehme jetzt deine Spur. So. Da oben auf der Kante. Ja. Peter, weg. Stirb, Kartoffel. Stirb. Hey, stirb, Kartoffel. Heute ich nicht. Ich schieb den Peter so weg. Mein so. Pfeffer. Da kommt der Xaver jetzt noch dazu. Was ist jetzt? Irgendwie brauchen wir mal ein paar Felder. Ich schieb Peter so weg mit meinem Brust. Immer auf denselben 4 Feldern, ist auf Dauer nicht so geil. Geh auf Feld 4, 27. Ja, so immer auf Feld 27 sparen. Wie geil. Und da muss ich immer reinziehen. Gute, am besten gehst du ganz weit weg vom Feld 31. Was habt ihr gemacht? Scheiße, das Ding richtet sich nicht mehr auf. Was ist da los? Moin, ja, ist nix. Peter meinte, er geht in mich rein. Rudi, nein! Nein! Okay, bitte. Tut euch nicht weh. Meinte mich hochheben zu müssen. Muss ich einen Arzt holen? Ja. Guten, schaust dir einfach nur an, wie ich gerade da stehe. Schau dir das einfach nur an. Gut, du musst dir nachher nur mein Video an. Wo muss ich da reintemmen? In gar kein. Doch, in geh mein, mal kurz. In mein. In New Holland. Mensch, da liegt ein Drescher. Wieder weg. Raus da, das ist für Guten. Guten, jetzt kannst du dir das mal anzugucken. Guten, da warst du gerade. Guck dir das mal an. Guck dir mal, wie der da hängt. Kleiner Unfall. Okay, unter der Fronttür draußen. Bei mir. Da hab ich mir nur so gedacht, was macht ihr hier eigentlich für eine Scheiße? Ja, Peter ist in mich reingefahren irgendwie. Ja, und dann wollte ich den Peter verteidigen und dann bin ich noch dazu gekommen. Oh. Ey. Weil ich seine Spur übernommen habe. So, ja. Fahr wieder. Wo ist denn der Wunschbrunnen auf der Holzhausen? Ja. Weiß es nicht genau. Irgendwo zwischen Norden und Süden. Aha. Nee, nicht zwischen Osten und Westen.
Also sagen wir mal so in irgendeiner Ecke. Ich habe es nämlich auch im Let's Play nicht gecheckt erst. Ich habe alle Hufeisen gesammelt und dann kam nämlich keine Meldung von wegen Lager gefüllt und so weiter. Und dann war ich erst verwirrt und habe danach geguckt, dass man die im Brunnen schmeißen muss, aber den Brunnen muss man halt doch erstmal noch finden. Ja, ich komme hier nicht mehr raus. Ich weiß es nicht. Es gab mal im 13er so Maps, ich weiß nicht, was über Hufeisen konnte man da finden oder was? Ja, war ja auch auf der Hagenstedt Standard-Map. Da gab's Map, da gab's Dörfer, einen kleinen Wald mitten im Dorf und wenn du da reingingst, lagen alle Hufeisen auf einem Haufen. Du hattest gedacht so, was? Ja, es wird so einfach. Warum ist Melvin hier AFK? Da hast du ja am Ende eine Million gekriegt für die Hufeisen, wenn du alle hattest. Ich bin 100 Mal daran vorbeigefahren, hab's nicht gesehen. Wo? Auf einer Map, ich weiß nicht mehr auf welcher. Hab sie gelöscht, aber. Die scheiß goldenen Zähl. Ich war etwa 100 Mal daran vorbeigefahren. Bestimmt Wildbachtal oder so. Versteckt. Und dann irgendwann bin ich, ich weiß nicht, durch diese Bäume gefahren. Der Wildbachtal hat verteilte Hufeisen, das weiß ich. In 3 Minuten ist eigentlich schon Aufnahmeende, ne? Also, für die Folge. Jo. Jetzt. 1-2 Minuten Überlänge sind ja doch meistens drin. Ja, ich komme jetzt zu euch. Also Melvin steht gerade in meiner Schaufel drin. Aha. Wow, okay, ich habe gerade ein paar Lags, das tut mir leid für meine Zuschauer. Ich muss sagen, bei mir läuft es eigentlich ziemlich flüssig. Ich habe so um die 30er Ping, also relativ hoch eigentlich. Ja, ich habe so 30 FPS. Ja, Melvin, ich habe auch ein 30er Ping. Oh. Also trotzdem habe ich hier im Dorf habe ich Lags. Ach, 25. Ich komme jetzt mal zu euch hin zum Feld. Aber jetzt gerade geht's. Also, Melvin steht gerade in der Schaufel und überwacht alles hier bei mir. Ja, ich gehe jetzt nur noch schnell Sämmerchen auffüllen, dann komme ich zu euch da hinten. Guck mal so, was ihr da mit den Dreschern treibt. Boah, ich mag irgendwie die Animation vom Schneidewerk, die ist echt geil. Leute, das ist die erste Folge, die ich mit Guten und den anderen aufnehme. Andere Folgen werdet ihr noch sehen. Ohne Guten? Ja. Die ersten mit Guten. Ui. Bei mir. Ja, das ist generell meine erste Folge seit der Lambert-Kanal 2013. Das war also eine Aufnahme dabei. Ja, weil sonst... Stimmt, weil da sonst warst du auch schon dabei, ne, Michi? Du bist ja, doch ein Michi, weil ne? Sonst... Ich aber noch Michael. Ich bin okay. seit der ersten Map dabei. Warst du seit Hagenstedt dabei? Ja, ich glaube auf der Hagenstedt. Könnt ihr einmal kurz kommen? Bin ich wieder da. Seit der Hagenstedt, also spät von der Hagenstedt bin ich dazugekommen. Das heißt, ich glaube, kurz vom Let's Play Ende war es nicht, aber ungefähr so auf Ende des Hagenstedt Let's Plays war das. Ja, das war etwas danach. Das war ja, da hatte ich ja für einen Monat den Server. Auf genau, dann warst du fast zu Ende mit der Hagenstedt, das heißt, es war glaube ich die letzten 2 oder 3 Folgen. Da bin ich dann zum noch mal dazu gekommen. Auffüllen. Da hänge ich. Ja. Ja, ich bin auf den letzten 15 Folgen auf der Lambert-Kanal dann dazu gekommen. Ich bin dabei seit 2013 hier auf der Map. Ich habe nur das umgedrehte Gewicht angehangen. Du musst mir helfen. Umdrehen. Wo liegt denn die Goldmünze? Wäre auch cool, wenn ich mal irgendwie auf dem RTS dann hier mal atmen werden könnte. Naja. Man kann atmen werden. Musst dich nur bewerben. Die als normale atmen oder was? Als atmen, ja. Kannst du dich bewerben. Michi, kommst du bitte noch mal hier hin? Was sollte man da reinschreiben? Ich bin bla 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 und will atmen werden. Michi. Ja, so ungefähr. Wie man sich halt so bewirbt. Also ich könnte jetzt von jedem Spiel eine Bewerbung als Cop oder so raussuchen, aber als Admin habe ich mich noch nie beworben. Weil du musst mich umdrehen. Okay. Weil ich habe das falsch gemacht. Oh, Wettel, schlechte Leistung. Vor allen Dingen seinen eigenen Namen falsch zu schreiben. Guck doch mal, wie ich hier hänge. Komm. Kannst du doch nicht bringen. Warte, ich häng den Ding auf. Aber YOLO. Sauber. Ja. Aber so. Ja, wir brauchen ja echt mal neue Felder. Ich habe übrigens immer noch die schöne Maus mit Kugel. Ich habe mir noch keine neue geholt. Wie hast du es eigentlich geschafft? Die alten, die sind noch gut. Ja Mensch, das ist top Qualität. Für meine Zuschauer habe ich gerade ein kleines Malheur, wie ich sagen würde. Was denn? Ich lieg auf der Seite. Ja, häng mal die Saugmaschine ab.
Wand, dann sehen sie ja nicht nur deine Schokoladenseite. Aber ich würde fast sagen, bevor wir Malheur mit der Partlänge bekommen, sehen wir uns dann erst morgen wieder. Und dann würde ich sagen, bis dahin, schön. Tschüss.